In diesem Video möchte ich euch gerne Cydia im neuen iOS 7 Flat Design vorstellen. Viel Spaß! So, und damit begrüße ich euch, liebe Zuschauer, recht herzlich zu diesem neuen Video. Wie ihr sicherlich wisst, erfreut sich das iOS-Betriebssystem seit dem neuen Software-Update iOS 7 mit einem neuen Design, ein frischeres neues Design, das auf einem Flat-Design basiert. Das bedeutet, das Ganze ist flacher geworden und ja, das sieht man zum Beispiel an den App-Icons und generell am ganzen System, dass dort Apple vieles überarbeitet hat. Seit dem neuen Jailbreak ist auch der Cydia Store in diesem neuen Design angepasst worden. Bedeutet, ja, die Cydia-Entwickler bzw. Sorik, Jay Freeman, der wollte, dass auch Cydia einheitlich mit dem ganzen Software-System ist. Und dieses neue Cydia-Design möchte ich euch nun einmal kurz zeigen und euch das Ganze vorstellen. Wir sehen das hier zum Beispiel auch schon bei der Startseite. Das Ganze ist flacher geworden. Das Ganze ist für manche Ansichten auch moderner geworden. Wir sehen das zum Beispiel auch bei den Symbolen, hier bei den Änderungen. Die sehen neu aus. Ja, die wurden auch generell an das Design angepasst. Wir können hier auch mal irgendwas auswählen. Ja, sehen wir, das ist auch angepasst. Jetzt hat das Symbol kurz ja, sich geändert. Oder hier ist Cydia Substrate. Alles ist angepasst. Und zum Beispiel auch hier bei Verwalten, bei Quellen und so weiter, findet man das auch, dass es angepasst ist. Meine Meinung dazu ist, dass ich generell eigentlich nicht so ein Fan von einem Flat-Design bin und generell das neue iOS 7-Design immer noch nicht so gut finde. Klar, man hat sich nach einer Zeit dran gewöhnt, aber ich persönlich finde das alte iOS-Design und auch das alte Cydia-Design eigentlich viel besser und übersichtlicher. Na gut, übersichtlicher jetzt vielleicht nicht in der Hinsicht, aber irgendwie gefällt es mir einfach besser. Darüber gibt es wahrscheinlich viele Meinungen. Einige halten es vielleicht für super klasse, andere sehen das ähnlich wie ich. Manche hassen es abgöttisch, das weiß ich nicht. Dazu könnt ihr auch mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Dennoch denke ich, dass es eine sinnvolle Methode war, den Cydia Store auch an dieses neue iOS 7 Design anzupassen. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch damit gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn dies der Fall ist, würde es mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, um keine weiteren Jailbreak-Sachen zu verpassen. Wie gesagt, eure Meinung, auf die bin ich gespannt. Schreibt mir sie gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!